Das Team Frauen und Finanzen von der Volksbank Schermbeck lädt mehrmals jährlich zum Donnerstagsgespräch ein. Donnerstagsgespräch? Wir haben bereits einige Male darüber berichtet. Es stehen jedes Mal spannende Themen auf der Agenda. So natürlich auch dieses Mal. Die Gruppe konnte die Abenteurerin und Autorin Carmen Rohrbach für eine Lesung gewinnen. Carmen Rohrbach hat eine längere Zeit, sogar mehrere Monate, in einem Blockhaus in den Rocky Mountains in Kanada verbracht. Es gab keinen Strom, es musste selber geheizt werden und Wasser gab es aus einem Eisloch im See. Also die Idee zu diesem Abenteuer kam schon in meiner Jugend, da habe ich Bücher gelesen von Jack London. Da in diesen Büchern ging es natürlich auch um Abenteuer, um Wildnis, um Goldsucher und Fallensteller. Und das wollte ich dann auch mal erleben. Und es hat lange gedauert, bis ich dann diesen Traum verwirklichen konnte. Und da bin ich sehr froh darüber, denn man soll ja nicht nur träumen, sondern auch dann den Mut, die Kraft haben, seine Träume zu verwirklichen. Es gab ganz bestimmt viele unvergessliche Ereignisse in Kanada. Was Carmen Rohrbach mit Sicherheit nie vergessen wird, haben wir mal nachgefragt. Also es gab sehr viele, eigentlich nur positive Erlebnisse. Das Beste für mich war, dass ich mitten in der Wildnis sein konnte, dass ich ein Teil, jedenfalls so habe ich gefühlt, ein Teil der Wildnis wurde. Negatives gab es eigentlich für mich nicht. Es gab zwar Schneesturm, Kälte, Hunger nicht, denn ich hatte genug Nahrungsmittel mitgenommen, aber vielleicht würden andere Menschen das als was Negatives empfinden, aber für mich war es ganz vollkommen das, was ich mir gewünscht hatte. Das klingt interessant. Auch diese Veranstaltung war ganz besonders. Was ist eigentlich für die Organisatorinnen das Besondere an den Donnerstagsgesprächen? Wir laden immer wieder interessante Referentinnen ein zu allen möglichen Themen und eben auch zu den großen Veranstaltungen gerne so bekannte Referentinnen wie jetzt hier Frau Rohrbach. So sehen das sicherlich auch die Besucherinnen. Ein Blockhaus in Kanada, viele unvergessliche und schöne Momente, aber auch eiskaltes und tristes Wetter. Wäre so ein Abenteuer auch was für Sie? Also ich bin selbst absolute Naturliebhaberin und auch durch Frau Rohrbach inspiriert, mal alleine zu reisen. Da bin ich mit dem Rad mal gefahren und den Jakobsweg gelaufen. Und das ist schon auch eine große Leidenschaft von mir. Nicht ganz so abenteuerlich wie Frau Rohrbach, aber diese Art zu reisen finde ich schon sehr schön. Beim aktuellen Donnerstagsgespräch im Ramirez teilte die Abenteurerin und Autorin Carmen Rohrbach ihre Erlebnisse von ihrem längeren Aufenthalt in einer kanadischen Blockhütte.